Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist. Mein Name ist Tina Meyer-Schneider und ich hoste dieses Format. Meine Gäste sind die Wissenschaftlerinnen aus den RHI-Kontexten. Lernen Sie im Podcast mit mir gemeinsam die Menschen hinter der Forschung kennen. In der ersten Staffel geht es um das Thema gespaltene Gesellschaften. Heute zu Gast bei mir Theresa Eierund. Also, psychologische Mechanismen spielen bei Entscheidungen für einen nachhaltigen Lebensstil eine riesengroße Rolle. Nicht nur psychologische Faktoren, auch soziale Normen. Das finde ich ein sehr schönes Erlebnis, Menschen besser zu verstehen und besser zu zu verstehen, warum sie sich vielleicht auch nicht so verhalten, wie ich das gerne habe oder wie ich es jetzt erwarten würde. Ich glaube, dass man Menschen damit überfordern kann, wenn man erwartet, dass sie sofort alle Lebensbereiche auf Nachhaltigkeit trimmen und dann auch perfekt. Theresa Eierund ist Senior Economist im Institut der deutschen Wirtschaft. Im Kompetenzfeld Verhaltensökonomik und Wirtschaftsethik arbeitet sie zu Fragestellungen rund um ethisches Verhalten. Verhaltensanomalien und institutionellen Einflussfaktoren. Sie forscht unter anderem zu ethischem Konsum und Nachhaltigkeitsfragen. Herzlich willkommen, Frau Eierund. Hallo, Frau Meierschneider, schön, dass ich hier bin. Klasse, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Nachhaltigkeit und Wirtschaft, zwei Themen, die uns im Moment ganz stark allen auf der Seele brennen. Aber Frau Eierund, lassen Sie uns doch gleich mal ganz persönlich einsteigen. Auf was können Sie in Ihrem Leben nicht verzichten? Ja, das ist gleich eine ganz gute Frage ähm, zum Thema Nachhaltigkeit, ähm, weil, um, um mir jetzt selber noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken einzuräumen, ich mich frage, ob Nachhaltigkeit tatsächlich immer mit Verzicht einhergehen muss. Es gibt da ja durchaus unterschiedliche Ansätze. Ähm, die einen sagen, dass wir vielleicht mit technologischem Wandel äh, das hinbekommen können, weniger ressourcenintensiv zu konsumieren, also vielleicht unseren Lebensstandard zu halten, aber mit weniger Ressourcen, ähm, dadurch, dass wir Dinge... Äh, herstellen, neue Erfindungen äh, haben, die einfach effizienter sind als bisherige. Und andere Strömungen sagen natürlich, dass wir uns generell einschränken sollten, weniger konsumieren, vor allem in bestimmten Bereichen. Ich habe jetzt persönlich neulich festgestellt, weil unsere Heizung kaputt war, dass ich nicht kalt duschen kann. Das ist was, da kann ich nicht drauf verzichten, auf eine warme Dusche. Aber es gibt sicherlich die Möglichkeit, dass ich kürzer dusche oder dass ich eben nicht komplett äh, auf die Dinge verzichte, wie jetzt auf meine warme Dusche, sondern dass ich da andere Wege finde, kürzere ähm, Konsumeinheiten, vielleicht auch das ein oder andere Konsumgut substituiere durch ein anderes, ähm, so dass ich persönlich ähm, es leichter finde, mit kleinen Schritten zu Verhaltensänderungen zu kommen, statt mit großen radikalen Einschränkungen und gleich der kalten Dusche. Die warme Dusche am frühen Morgen, darauf nicht zu verzichten, ich glaube, das können alle Zuhörerinnen und Zuhörer nachvollziehen. Mir würde es genauso <laughs> gehen. Ich glaube, da würde ich schon Wege finden, wie ich dieses Wasser warm bekomme, zumindest gemeinsam mit dem Geschäftsführer des Roman Herzog Instituts Martin Lang und einem meiner Gesprächspartner Professor Karl-Friedrich Herb haben sie dass sie Zeit in Brasilien verbracht haben gab es da immer die warme dusche ja, da gab es die warme Dusche ähm, aus oft Elektroheizungen. Ähm, ähm, teilweise äh, war die Technik da so, dass man äh, ein Heizelement in der Dusche hatte, die, das mit Strom betrieben war und man von diesem Heizelement dann aber auch einen Stromschlag bekommen konnte unter der Dusche und das war mitunter etwas unangenehm. Oh Gott. Die warme Dusche gab es da, die war teilweise nicht so notwendig oder ich habe da nicht so heiß geduscht, wenn es draußen sehr warm war. Das habe ich sehr genossen, äh, wobei ich in unterschiedlichen Teilen von Brasilien war. Ich habe einen Schüler aus gemacht in der 11. Klasse. Da war ich ganz im Süden von Brasilien in Rio Grande do Sul. Das ist der südlichste Staat und dort wird es auch ziemlich kalt im Winter, was ich zwar wusste, aber so mit Brasilien natürlich nicht assoziiert hatte. Da braucht es schon die warme Dusche. Und ich habe aber dann auch später noch Zeit im Nordosten verbracht, in Fortaleza, wo es sehr warm ist, das ganze Jahr über knapp 30 Grad. Und beide diese Aufenthalte haben mein Verständnis von Brasilien sehr geprägt. Also, dass es auch sehr unterschiedlich ist. Der Süden unterscheidet sich sehr vom Nordosten. Aber auch äh, sonst viel Inspiration mir gegeben, was unterschiedliche äh, Anblicke auf die Welt, unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen angeht. Was unterscheidet denn die beiden Orte voneinander? In, ja, der Süden. Ähm ist sehr europäisch geprägt, also auch Nachnamen sind damit unter sehr europäisch. Meine Gastfamilien hatten teilweise sehr deutsche Namen oder schwedische Namen, weil das durch Einwanderung stark geprägt ist und der Nordosten ist eher so, das wie wir uns das typischerweise vorstellen, dieses etwas wärmere, buntere, tropischere Brasilien, der Süden ist ein bisschen europäischer. Das heißt, Sie waren als Schülerin da und war klar, dass Sie zum Studium wieder nach Brasilien gehen möchten? Das war mir damals noch nicht so klar, aber als im Studium klar war, dass ein Auslandsaufenthalt anstehen würde, ähm, wollte ich natürlich gerne nochmal nach Brasilien, um da, ach, weil ich das Land einfach damals so schätzen gelernt hatte und gerne die Gelegenheit wahrnehmen wollte, da jetzt nochmal hinzugehen, vielleicht in einen anderen Bereich, weil ich damals schon einen Eindruck davon bekommen hatte, dass Brasilien sehr groß ist. Und ähm, insofern habe ich gerne die Chance wahrgenommen, meine damalige Hochschule hatte eine Partneruniversität da. Und dann habe ich mich beworben, dort hinzugehen und habe es auch nicht bereut. Ich wollte gerne natürlich auch meine Sprachkenntnisse ein bisschen vertiefen. Ähm, das äh, hat dadurch, glaube ich, ganz gut geklappt. Studiert haben Sie an der TH in Köln. Wissen Sie noch, was Ihr erster Satz auf Portugiesisch war? Nein, das weiß ich nicht mehr. Mein erster Satz auf Portugiesisch. Wie würden wir in pa äh, Brasilien jetzt äh, uns begrüßen, wenn wir uns das erste Mal sehen? Also, gut, ich, äh, vielleicht ist es nicht der erste Satz gewesen, aber sicherlich im Laufe der Zeit der häufigste mit Oi, tudo bem? Äh, Hallo, wie geht's? Oder alles gut? Ähm, ich habe den Eindruck, das äh, stellt man einfach jeder Begegnung da vorweg. Insofern habe ich den wahrscheinlich am häufigsten gesagt und äh, nicht als erstes. Lassen Sie mich von Ihnen lernen. Was wäre meine Antwort? Tudo, 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 tudo. Dann alles gut, freue ja, ich alles mich, gut. dass ich das heute mitgenommen habe. Ähm, Frau Eierund, Verhaltensökonomie ist ja ein Spezialgebiet der ökonomischen Forschung. Was fasziniert Sie daran, dass Sie genau dieses Spezialgebiet für sich ausgesucht haben? Mich fasziniert, und das stelle ich eigentlich immer wieder fest, dass man Menschen beobachten kann und mit der Verhaltensökonomik einfach Erklärungen findet, warum sie sich in einer bestimmten Situation so verhalten, wie sie sich verhalten. Und diese, wenn man, wenn man Spaß daran hat, Menschen zu beobachten, dann findet man diese Erklärung immer mal wieder. Oder man kann zumindest, es ist natürlich nicht die ganze Erklärung, warum sie sich so verhalten. Wir wissen ja relativ wenig dann über den Hintergrund vergangene Erfahrungen, aber man kann teilweise so Muster erkennen. Und ein ähm, besseres Verständnis für die Emotionen, Reaktionen, Verhaltensweisen anderer Menschen erlangen. Und das finde ich ein sehr schönes Erlebnis, Menschen besser zu verstehen und besser zu verstehen, warum sie sich vielleicht auch nicht so verhalten, wie ich das gerne habe oder wie ich es jetzt erwarten würde. Ähm, da ein Beispiel war die Zugfahrt hierher, ähm, in so stressigen Situationen, wenn es Verspätungen gibt. Ähm, dann reagieren Menschen oft ja auch anders im Zusammenspiel mit anderen Menschen, als sie das sonst tun würden in einer entspannten Situation. Ich habe da jetzt beobachtet, wie es zu einem Konflikt zwischen einer Bahnmitarbeiterin und einem Fahrgast kam. Und im Nachhinein habe ich dann für mich reflektieren können: Naja, welche Mechanismen sind da jetzt vielleicht aufgetreten, dass der eine so reagiert hat, der andere so? Wie hätte man die Situation vielleicht auflösen können? Oder was was hat die menschen da angetrieben und ich glaube gegenseitiges verständnis ist etwas was wir alle ganz gut gebrauchen können am roman herzog institut arbeiten wir multidisziplinär und versuchen die verschiedenen wissenschaften miteinander ins gespräch zu bringen wie viel psychologie steckt denn in der verhaltensökonomie viel viel ich glaube manche psychologen würden sagen dass das meiste ist psychologie und weniger ökonomik vielleicht, wenn man böse ist, könnte man sagen, naja, die Psychologen konnten ihre eigene Zunft damit nicht mehr schocken mit diesen Erkenntnissen, aber die Ökonomen waren sehr, sehr offen dafür und fanden das sehr spannend, weil das eben entgegen ihrer typischen Theorien und Annahmen war. Insofern, das Ökonomische ist natürlich, dass wir uns für wirtschaftliche Entscheidungssituationen meistens interessieren. Also wieso verhalten sich Menschen risikoavers oder risikofreudig? Und die Psychologie kann einfach sehr viele... Erklärungsfaktoren hier dazu beitragen, die es in der Ökonomie früher so nicht gegeben hat, weil wir da in der Ökonomie immer von einem sehr rationalen Akteur ausgegangen sind, der sehr genau rechnen kann, sehr genau sein, seine Kosten und seinen Nutzen kalkulieren kann. Und die Psychologie, wenn man die eben in diese Modelle integriert in der Verhaltensökonomik, kann zeigen, dass diese Annahmen eigentlich nicht realitätstreu sind. Die Psychologie spielt immer einen großen Faktor. Sie selbst arbeiten und leben in Köln. Sie wohnen im Stadtteil Ehrenfeld und der gilt ja als besonders hip und öko, wenn man über Köln liest. Ich habe mir sagen lassen, dass die Dichte der Birkenstockträger dort besonders hoch ist oder der Birkenstockträgerinnen. Und ähm, ist diese Nachhaltigkeitsfrage mit psychologischen Merkmalen in Ihrem... Lebensumfeld schon beantwortet. Also psychologische Mechanismen spielen bei Entscheidungen für einen nachhaltigen Lebensstil eine riesengroße Rolle. Nicht nur psychologische Faktoren, auch soziale Normen. Und das ist tatsächlich auch was, was ich selber erlebt habe, als ich nach Ehrenfeld gezogen bin vor etwa drei Jahren, dass ich mich ein bisschen als Außenseiter gefühlt habe, wenn ich nicht diese eine Marke hatte, diese besonders, diesen besonders nachhaltigen Rucksack oder diese besonders nachhaltigen Turnschuhe, die man dort einfach sehr viel gesehen hat. Das ist natürlich nur ein, eine Blase und das ist keinesfalls repräsentativ. Aber diese Hippen-Stadtteile, hippen Milieus, die bilden auch so gewisse Narrative um darum, was ist nachhaltig ähm, und können damit so eine Keimzelle sein, die dann auch nach außen schwappt. Ähm, ich habe jetzt einen äh, Rucksack von einer nachhaltigen Marke und dann fühle ich mich natürlich auch ähm, dann, dann stimmt mein, mein Verhalten auch mit meinem Selbstbild überein. Ich habe auch Birkenstocks, also wenn die Birkenstockdichte äh, äh, da so hoch ist. Allerdings habe ich jetzt so Plastikbirkenstocks und da weiß ich nicht mehr, ob die nachhaltig sind und ob die in diesem sozialen Milieu dort ähm, als etwas, als ein Nachhaltigkeitssignal ähm, angesehen werden würde. Insofern ist es auch immer zweischneidig mit diesem Milieu, das besonders auf Nachhaltigkeit geprägt ist, weil man damit natürlich auch schnell zu einem Außenseiter werden kann oder sich von dieser Gruppe distanzieren möchte. Sie haben schon zu Recht gesagt, es gilt ein, als ein besonders hipper Stadtteil. Und über diese Hipster macht man sich ja auch mitunter lustig, die dann so einen besonderen äh, Lebensstil prägen. Wenn man es fachlich ausdrücken würde, wären das die Lohas, also die Personen mit einem Lifestyle of Health and Sustainability. Ah, okay, Und wieder was gelernt. Lohas. Lohas sind die Hipster, okay. <laughs> genau. mhm. Und ähm, die können natürlich auch einschüchtern oder dass ich sage, okay, von denen möchte ich mich bewusst distanzieren. Und ähm, das erlebe ich in Debatten auch immer mal wieder, dass man sich dann über die Hafermilch trinkenden Hipster lustig macht und deren Einstellung als ein bisschen was, ähm, was Lustiges, Belustigendes darstellt. Also diese Merkmalszuschreibung ähm, zu bestimmten Gruppen findet sich aber auch in den Nachhaltigkeitsmilieus oder na nachhaltigkeitsgeprägten Milieus oder äh, Bevölkerungsteilen, die sie beschrieben haben. Sind ihnen solche Gruppen auch in Brasilien begegnet? Wie steht es da um die Nachhaltigkeit? Wir hören ja immer wieder Diskussionen über ähm, Brandrodungen etc. Meine Kinder sitzen am Frühstückstisch und essen keine äh, Nuss-Nougat-Creme mehr. Die Almölbestandteile hat, weil das in der Schule auch gelehrt wird, da entsteht ein neues Bewusstsein. Ist es in dem Land dort vor Ort auch schon so, dass die Menschen da ähm, ein, eine Verantwortung bei sich sehen? Was ich damals wahrgenommen habe, ist, dass die Menschen so die Schönheit ihrer Natur sehr schätzen, also die Schönheit des Landes und dadurch auch ähm, eine gewisse Verbindung zur Kultivierung und zum Schutz dieser Natur haben. Jetzt sind meine Eindrücke schon einige Zeit her. Insofern weiß ich nicht, wie sich das im Zuge der generellen Priorisierung von Nachhaltigkeitsthemen global jetzt entwickelt hat. Inwiefern dort ein besonderes Bewusstsein dafür ist oder inwiefern sich da besondere naturschutz-ökologische Nachhaltigkeitsgruppen, die das auch in ihrem Lebensstil integriert haben, herausgebildet haben. Aber ich glaube, wenn man einfach von, von diesem Thema sehr umgeben ist ähm, und vielleicht auch die Gefahren von Rodung und so weiter eher wahrnimmt, dass man dann ähm, schon ein größeres Bewusstsein für die Notwendigkeit von nachhaltigerem Leben hat. Wie das milieutechnisch ist, das kann ich nicht beurteilen, weil das einfach zu lang her ist. Das hat, da hat sich in den letzten zehn Jahren, in denen ich jetzt nicht mehr intensiv vor Ort war, einfach global so viel entwickelt. Oft ist es ja auch ansprechend für. Äh, junge Familien in der Rush Hour of Life, wie man das nennt. Ich darf auch sagen, Sie sind auch in dieser Rush Hour of Life vom Alter her. Wie entscheiden Sie sich denn, wenn Sie nach dem Büro zur Familie gehen? Coffee to go oder wiederverwendbarer Thermobecher? Selbstverständlich der wiederverwendbare Thermobecher. Aber wenn ich nicht äh, den nicht dabei habe, dann natürlich den Recap, ähm, wobei... Also diese Recaps, das ist so ein Modell, so ein Pfandmodell, dass man den Becher dann in einem anderen äh, Geschäft oder eben am selben Geschäft wieder zurückgeben kann und 1 Euro Pfand bezahlt. Und äh, das ist eine schöne Sache, allerdings stapeln sich die Becher dann auch bei mir, weil ich manchmal äh, dann äh, das doch nicht zurückbringe. Insofern diese Modelle oder diese neuen Produkte, die Nachhaltigkeit... Ähm, Ausdrücken oder die mit mehr Nachhaltigkeit oder weniger Müll verbunden sind, die müssen natürlich auch äh, funktionieren, indem die Menschen sich so verhalten, wie das Produkt gedacht ist. Wenn ich jetzt meine 20 Recap-Becher zu Hause, so viele sind es nicht, aber wenn ich die jetzt alle zu Hause sammle, dann funktioniert das System natürlich nicht mehr. Ähm, ich sollte häufiger wieder meinen Thermosbecher mitnehmen und grundsätzlich äh, habe ich das auch gerne. Seit wir aber eine neue Kaffeemaschine haben, die nur noch Espresso machen kann, bringt es das nicht mehr, so einen Thermosbecher zu haben, der ist zu schnell kalt. Sehr gut. Nächste Frage. Abends, wenn es stressig ist, die Kinder ins Bett gebracht werden wollen, die Zeit drängt, selbst gekocht oder Fertiggericht? Wie suggestiv von mir. <laughs> Ich antworte ganz diplomatisch. In den überwiegenden Fällen meistens selbst gekocht. Aber wenn es tatsächlich mal äh, stressig ist und alles zu viel wird, ähm, letzte Woche war so ein Fall vom Musikus irgendwo hingehetzt, dann habe ich einfach eine Tiefkühlpizza gekauft und hatte auch kein schlechtes Gewissen dabei. Also insofern ab und zu finde ich darf man sich die Bequemlichkeit der Convenience-Produkte, die dann vielleicht auch etwas weniger nachhaltig sind, schon mal gönnen, äh, wenn es in den überwiegenden Fällen sonst ähm, nicht. Diese Wahl ist. Und zum Abschluss mit dem Auto oder mit dem Fahrrad beim Familienausflug? Absolut. Wieder, es kommt drauf an, in den allermeisten Fällen bin ich persönlich mit dem, mit dem Lastenrad unterwegs, weil das aber in einem urbanen Umfeld auch einfacher ist. Ich muss keinen Parkplatz suchen, ich kann immer bis vor Ort, ich kann am Stau vorbeifahren. Es gibt aber durchaus Momente, wenn es doll regnet oder so, dass ich auch das Auto benutze. Also da möchte ich wieder eigentlich dafür plädieren, dass man ähm, auch in so einer gesellschaftlichen Debatte nicht zu so sehr moralisiert, wenn, wenn ein Lebensstil noch nicht perfekt nachhaltig ist. Es gibt immer Bereiche, in denen man noch. Sage ich mal schlechter, wenn man das so formulieren möchte, ist als in anderen Bereichen. Und ähm, ich glaube, dass man Menschen damit überfordern kann, wenn man erwartet, dass sie sofort alle Lebensbereiche auf Nachhaltigkeit trimmen und dann auch perfekt und ihnen keine, ähm, sag ich mal, Ausreißer oder Ausnahmen mehr. Zugesteht, sondern dass man eher das Verständnis und die Bereitschaft, sich nachhaltig zu verhalten, langfristig aufrechterhalten kann, wenn man es mit weniger Druck verbindet. Also ein gewisses Maß an Druck muss natürlich dabei sein, aber nicht zu sehr moralisieren. Die Verhaltensökonomen moralisieren nicht an den Stellen, aber sie haben das Prinzip des Nudging eingeführt. Das heißt, wenn ich mich recht entsinne, Anreize so zu setzen, dass es sich lohnt, in einem für alle auf ein gutes Ziel hin arbeitendes Verhalten Anreize zu setzen. Es funktioniert durchaus, indem man äh, oder wir alle draußen sehen, was sich ändert oder ähm, wie wir unser Verhalten ändern können. Was halten Sie von dem Prinzip? Das äh, Prinzip des Nudging wird tatsächlich sehr stark mit der Verhaltensökonomik verbunden und es äh, ist vor allem kommunikativ sehr schön, weil man damit zeigen kann: Ach, sind hier so ganz kleine. Stupsa oder wenn man es anders formulieren würde Manipulation, die dazu führen, dass sich ein großer Teil von Menschen so verhält, wie ich das wünsche, wobei das wie ich das wünsche ethisch wahrscheinlich weniger akzeptabel ist als wie das gesellschaftlich besser ist. Hätten Und Sie ein Beispiel für uns alle? Es gibt zum Beispiel diese Blitzer, die keine Blitzer sind, sondern diese Smileys. Die zeigen ein Smiley, wenn man in der korrekten Geschwindigkeit fährt, und zeigen einen, einen traurigen Smiley, wenn man zu schnell fährt. Sie blitzen aber nicht. Das heißt, derjenige, der zu schnell fährt, erfährt keine Sanktion, muss keine Geldstrafe zahlen, aber hat trotzdem eben diesen, diesen Smiley. Und das reizt schon viele Leute dazu an, sich korrekt zu verhalten, obwohl sie keine Sanktionen äh, fürchten müssen, ähm, weil sie einfach äh, diesen lachenden Smiley haben wollen, äh, weil das einfach auch ein soziales Signal ist, ich verhalte mich hier korrekt und dieser Smiley gibt einem vielleicht auch ein positives Gefühl. Mit diesem positiven Gefühl funktionieren viele Nudges mit Spaß. Es gibt auch teilweise... Treppen, die äh, Musiktöne machen zum Beispiel äh, und die dazu anreizen sollen, eher die Treppe zu benutzen als die Rolltreppe daneben, weil es einfach Spaß macht, diese Treppe zu benutzen. Und dann gibt es noch, das ist auch ein äh, häufiges Beispiel, die Fliege im Urinal, die dazu anreizen soll, sich eben zu konzentrieren, wohin äh, der Strahl geht. Das sind so kleine Nudges, die gut funktionieren, die auch Spaß machen, die auch Thema von... Diskussionen sind, die man gerne thematisiert. Ein Problem ist allerdings, dass die Studienlage, ob die tatsächlich so funktionieren, häufig schwierig ist. Das heißt, viele Studien, die zeigen, dieser und jene Natsch funktioniert, das müsst ihr einführen, dann verhalten sich die Menschen so, wie ihr das erwartet, die sind oft nicht replizierbar. Und ähm, diese Nudges funktionieren teilweise dann nur in einem sehr gewissen Setting ähm, und lassen sich nicht ohne weiteres auf andere Situationen übertragen. Nichtsdestotrotz geben sie ein, ein Verständnis dafür, welche Mechanismen zugrunde liegen und welche, auf welche Mechanismen man vielleicht stärker achten sollte ist es mit der Außenwirkung solcher Signale. Das mit dem Smiley konnte ich wunderbar nachvollziehen, kenne das selber an mir. Ich freue mich, wenn der Grün lächelt, während ich dieses Schild passiere. Insbesondere, äh, wenn ich in einer Autoschlange fahre und vor mir ist es immer rot gewesen und ich komme und es ist grün, gibt es mir irgendwie ein gutes Gefühl. So viel von mir dazu zum Thema aber noch mal von einer anderen Perspektive diese Sichtbarkeit von Veränderungsmöglichkeiten oder auf Themen aufmerksam zu machen, ist ja ganz stark auch bei Fridays for Future gewesen. Die sind jetzt durch die Corona Zeit sehr ausgebremst. Seit kurzem dürfen sie wieder öffentlich auf Räumen auftreten. Gerade die junge Generation hat ja hier sich für ein Thema, was sie wirklich zutiefst bewegt, stark gemacht und was uns alle angeht. Ist das denn sehr beeinträchtigt worden? Was sind Ihre Beobachtungen und inwiefern kann so eine Sichtbarkeit uns dazu anreizen, unser Verhalten bei Klimafragen anders zu steuern? Dass Fridays for Future und die Demonstration und die Debatten, die Sie angestoßen haben, eine große Wirkung auf die generelle ähm, Problemwahrnehmung in der Gesellschaft genommen haben, glaube ich schon. Man kann das sehen in Befragungen, auch das so ab. Ende, Mitte 2018, ähm, als es eigentlich groß losging, auch mit diesen Demonstrationen und auch mit anderen Maßnahmen, also es lässt sich nicht ausschließlich auf diese Gruppe zurückführen, aber dass seit diesem Zeitpunkt das ähm, Bewusstsein, das Problembewusstsein für das ganze Thema äh, Umwelt, Klima, ähm, Energie größer geworden ist. Es gibt da Umfragen, in denen Menschen sagen sollen, was ist aktuell das größte Problem in Deutschland. Können zwei äh, Problemfelder nennen und da sieht man diese Kurve wirklich sehr emporklettern, ähm, bis sie natürlich von Corona äh, abgelöst wurde. Also dann wurde das Problem Corona in den Vordergrund gerückt. Viele Menschen haben das als das größte und drängendste Problem gesehen, was ja auch nachvollziehbar ist und dadurch seltener eben angegeben, dass Umwelt, Energie, Klima ein Problem ist. Wenn man nur zwei Probleme nennen kann, ist es das natürlich, dass es irgendwie äh, verdrängt wird. Es gibt auch äh, dieses Theorem eines sogenannten Finite Pool of Worries, dass sich Menschen eben nur mit einer begrenzten Anzahl von Problemen und Sorgen auseinandersetzen können und äh, diese Probleme priorisiert werden müssen. Und während der Corona-Pandemie war das natürlich das Thema Corona. Ich habe diese Kurve ähm, dann auch beobachtet während der Pandemie und habe mich immer gefragt, schafft die grüne Kurve hier im Bereich Umwelt, Energie, Klima es wieder empor? Und tatsächlich immer, wenn die Inzidenz runterging, ging die Kurve der Problemwahrnehmung von Corona runter und die grüne Kurve kam wieder empor. Also die, die sich mit Klima- und Umweltfragen auseinandergesetzt haben oder das als Problem gesehen haben. Insofern bin ich zuversichtlich, dass diese ähm, Aufmerksamkeit durch auch jetzt vielleicht wieder vermehrte Demonstrationen aufrechterhalten werden kann und auch mh, aufrechterhalten bleibt, dass die Problemwahrnehmung von einem Thema wie Klimawandel ist, wenn man es soziologisch äh, betrachtet anders, ähm, weil wir hier ja keine klar messbare Inzidenz haben wie bei Corona oder wie bei Arbeitslosigkeit, die wir jeden Tag in der Zeitung lesen könnten. Das ist ein eher das ein, ein Problem, das eher distanziert ist von uns und da braucht man irgendwie einen, einen künstlichen, ähm, eine künstliche Aufrechterhaltung, sei es durch äh, mediale Präsenz oder eben diese Demonstration, dass das weiterhin in der Aufmerksamkeit der Gesellschaft bleibt und ob es Fridays for Future in demselben Maße oder diese Demonstration in demselben Maße wie damals noch braucht, um das Aufmerksamkeitsmoment zu erhalten, das weiß ich nicht, aber es wird sicherlich dazu beitragen, dass es weiterhin Thema bleibt. Frau Eierund, wir haben über den Einwegbecher, den Thermobecher und Fridays for Future gesprochen. Wie hängt das zusammen? Ja, das war eine äh, äh, äußerst unangenehme Situation für mich, weil ich mich ja als etwa eine durchaus nachhaltige Person äh, empfinden möchte und wirklich häufig einen Mehrweg-Kaffeebecher dabei habe. Und genau an dem Tag, als Fridays for Future in der Straße vom Büro demonstriert hat, kam ich natürlich mit einem Einweg-Kaffeebecher aus der Mittagspause zurück und habe mich äh, furchtbar geschämt. Ich musste durch die ganze Menge mit diesem Einweg-Kaffeebecher zurück äh, in mein Büro. Und habe mich dann, als ich da wieder saß und der Kaffee kalt war, ich den Rest vermutlich sogar weggeschüttet habe, gefragt, wieso habe ich denn jetzt eigentlich so ein schlechtes Gewissen? Ist das wirklich etwas, was ich nicht hätte tun dürfen? Haben die Personen das überhaupt wahrgenommen, dass ich so einen Becher jetzt in der Hand hatte? Und mir ist in der Situation einfach nochmal bewusst geworden, welche Rolle soziale Normen spielen und auch das, was ich erwarte, was die anderen von mir erwarten. Ich habe mich dann dafür entschieden, kein schlechtes Gewissen mehr zu haben, sondern das tatsächlich eher sportlich-wissenschaftlich zu nehmen, indem ich mich selber reflektiere, was soziale Normen und die Erwartungen von anderen mit mir machen und dass man es nicht übertreiben darf mit den Forderungen an andere. Also das, was ich eben schon mal meinte, dass man teilweise auch dann mal Ausnahmen zulassen muss und die dann nicht gleich als unnachhaltig abstempeln darf. Mit Martin Lang sprechen Sie auch noch weiter zum Thema Spaltung von Gesellschaften. Gerade bei der Klimadebatte scheint es aber so, dass die Generationen und alle gesellschaftlichen Schichten und auch durch die Milieus hier eine große Einigung haben, dieses Thema anzugehen. Können Sie das aus Ihrer Sicht nachvollziehen? Das ist auf jeden Fall so, dass eigentlich ähm, in Umfragen durch die Bank weg alle Milieuschichten, die Sie jetzt auch genannt haben, das als Problem wahrnehmen und das als äh, drängendes Problem auch wahrnehmen, wo man was gegen tun muss. Wir haben aber natürlich immer in so Umfragen das Problem von sozialer Erwünschtheit, weil das Thema jetzt auch natürlich sozial. Ähm, einen Konsens schon hat, dass das ein Problem ist, antworte ich in Umfragen natürlich auch eher so, wie es sozial erwünscht ist, wie es der Norm, äh, sozialen Norm entspricht. Und selbst wenn ich das nicht tue, ich das wirklich als Problem empfinde, bedeutet das noch nicht unbedingt, dass ich mich auch so verhalte, wie ich glaube, dass es richtig wäre. Also zwischen den Einstellungen, äh, Werten von meiner Überzeugung, was richtig ist, und dem, wie ich mich verhalte, äh, klafft schon oft eine, eine Lücke. In der Psychologie nennt man das auch die Einstellungsverhaltenslücke oder den Mind Behavior Gap. Ähm, nur weil ich weiß, dass etwas wichtig ist, heißt das noch lange nicht, dass ich mich auch so verhalte. Jetzt sind Sie ja selbst Mutter von zwei Kindern und ähm, ziehen sozusagen die nachfolgende Generation auch groß. Ist dieses Thema bei Ihnen in der Familie auch so angekommen? Klimawandel, diskutiert man das mit Großeltern, Kindern äh, in der Verwandtschaft, wenn man sich zusammentrifft? Ja, ich habe schon den Eindruck, dass es diskutiert wird ähm, und dass auch viele darstellen wollen, dass es ihnen wichtig sind. Also ich habe häufig den, den Eindruck, dass besonders nachhaltige Verhaltensweisen gerne auch präsentiert werden, dass man also darüber berichtet, dass man jetzt nur noch ähm, dieses und jenes Produkt benutzt, äh, sei es das unverpackte Shampoo oder äh, bestimmte Milchersatzprodukte, die nachhaltiger sind. Und diese, dieser Austausch im familiären Umfeld ist natürlich auch total wichtig, um die soziale Norm festzulegen. Also wenn mein nahes soziales Umfeld sehr viel Wert auf diese Aspekte legt, dann bin ich natürlich auch eher angehalten oder dann. dann Spüre ich eine gewisse Art von Druck, mich auch so zu verhalten? Insofern sind diese ganzen dezentralen kleinen Diskussionen, die wir um das Thema Nachhaltigkeit haben, wichtig, um, um ähm, das festzulegen, was in meiner Peer Group äh, das richtige, wünschenswerte Verhalten ist. Äh, das ist natürlich ein Stück weit auch gesamtgesellschaftlich oder durch politische Debatten festgelegt, aber die tangieren mich nicht so sehr wie das Verhalten meines direkten Umfeldes von den Leuten, die mir wichtig sind. Jetzt sind meine Kinder noch zu klein, um mit ihnen über Klimawandel zu diskutieren. Aber ähm, natürlich äh, denkt man anders darüber nach, wenn man weiß oder wenn man diese langfristige Perspektive einnimmt. Ich hatte ja eben gesagt, dass man eigentlich ähm, Klimawandel als ein distantes Problem wahrnimmt. Es gibt ja die soziale Distanz, weil es eher andere Menschen betrifft. Es gibt auch die räumliche Distanz, weil es vielleicht auch eher in anderen Ländern Folgen hat. Und die zeitliche Distanz, dass es einfach die Folgen des Klimawandels vermutlich ähm, in der Zukunft liegen werden und ich die dann nicht so stark wahrnehme. Wenn man aber natürlich angehalten ist, eine langfristige Perspektive einzunehmen, weil man über das kommende Leben seiner Kinder und Enkelkinder nachdenkt, dann fällt es einem vermutlich leichter, ähm, diese Folgen auch für sich in Verhalten umzusetzen. Mhm. Frau Eier und Freund haben wir darüber gesprochen, auf was sie in ihrem Leben nicht verzichten können. Äh, auf der Festveranstaltung des Roman-Herzog-Instituts vor fünf Jahren haben sie einen Science-Slam zum Thema Choice Overload gerockt, wie ich sagen muss. Es ging darum, um die verhaltensökonomischen Effekte von zu viel Auswahl. Wie ist das denn jetzt heute? Steht uns weniger Auswahl ins Haus? Das ist eine gute Frage, ähm, ob wir weniger Auswahl fürchten müssen. Es ist natürlich schon so, dass wir teilweise durch Lieferengpässe oder Hamsterkäufe oder was auch immer ähm, in bestimmten Teilen weniger Auswahl haben, als wir es gewohnt sind. Das muss nicht unbedingt ein Problem sein, wenn das kurzfristig ist und sich wieder verändert. Und viele genießen es vielleicht auch. Sie haben den Science Slam angesprochen. Da habe ich darüber gesprochen, dass ähm, zu viel Auswahl viele Menschen überfordert und sie dann teilweise gar keine Entscheidung treffen oder äh, irrationale Entscheidungen oder am Ende unzufrieden sind mit ihren Entscheidungen. Also ein bisschen weniger Auswahl kann teilweise auch dann positive Effekte haben. Aber das Grundproblem bei der Auswahl ist, dass wir sie haben wollen. Wir, lieb, wir lieben Auswahl. Also man geht auch eher äh, oder lieber in Geschäfte, die einem viel Auswahl bieten. Aber wenn wir sie dann haben, sind wir teilweise davon überfordert. Ähm, insofern Gute Frage, ob wir mehr haben wollen. Manche Leute, und das ist auch eine Art Lebensstil, entscheiden sich bewusst dafür, jetzt weniger zu konsumieren oder weniger Dinge zu haben. Aber ob das sozusagen ein gesellschaftlicher Trend ist, der sich verallgemeinern lässt, das wage ich zu bezweifeln, weil ich schon glaube, dass die meisten doch noch die Auswahl haben wollen und Verlustängste spüren, wenn sie plötzlich weniger Auswahl haben oder wenn sie merken, dass bestimmte Produkte nicht mehr äh, verfügbar sind. Können Sie mir etwas beibringen aus Ihrem Vortrag? Was soll ich tun, wenn ich das nächste Mal eine Choice Overload habe? Am besten äh, das Produkt nehmen, was Sie schon mal genommen haben. Insofern beim Status Quo bleiben, beim Bewerten bleiben, nicht alles wieder neu bewerten. Ähm, das ist oft eine Reaktion, die wir anwenden, die auch gar nicht so verkehrt ist. Man nennt das auch Satisfying, also aus einer bestimmten Anzahl von Auswahlmöglichkeiten, nicht jede einzelne zu bewerten, sondern ähm, vielleicht nur ein paar zu nehmen und daraus die beste Entscheidung zu treffen. Man kann sich auch bewusst einschränken, also beispielsweise äh, beim Restaurantbesuch zu sagen, ich esse vegetarisch, dann, dann kommen eh nur die Gerichte in Frage, die vegetarisch sind und dann habe ich schon mal weniger Auswahl und auch weniger Choice-Overload. Alles, was Sie genannt haben, Status Quo, Satisfying, klingt irgendwie ein bisschen wie Musiktitel. Sie haben diesen Science Slam gerockt. Mit was rocken Sie denn Ihren Alltag? Was hören Sie, wenn Sie mal richtig Gas geben oder entspannen <laughs> wollen? Ich vermute, Sie meinen jetzt nicht Feuerwehr- oder Piratenlieder, die, glaube ich, in meiner Playlist am häufigsten vorkommen. <laughs> Auf Wunsch bestimmter Familienangehöriger. Aber ein Lied, das doch sehr häufig auch in der Playlist vorkommt kommt, ist Stadt mit K äh, von Kasala. Das ist ein Karnevalslied oder ein, ein kölsches Lied Und äh, das höre ich tatsächlich auch gerne. Es wird auch von Familienmitgliedern häufig äh, gewünscht. Meine Tochter, wenn sie sich was wünscht, äh, die ist anderthalb, die kann noch nicht so viel sprechen, aber die sagt dann K, K und weiß genau, dass, äh, dass dieses Lied dann kommt. Und ähm, das Verbinde ich mit einem positiven Gefühl, weil es über die Stadt Köln ist, die eine gewisse Ausstrahlung hat und auch ein gewisses Image, was ich sehr angenehm empfinde. Verbinde damit eben den Wunsch meiner Tochter nach Karnevalsmusik und generell positive Gefühle. Ja, Karneval ist ja fest in den Händen der Einheimischen in Köln. Es ist wunderbar, wenn Sie uns mit auf die Reise an den Rhein nehmen. Schönes Wetter, Sonne hier in München, am Wochenende wahrscheinlich hier wieder große Schlangen in die Alpengegend hinaus. Wohin fahren wir denn von Köln, um ein großartiges Wochenende <laughs> zu erleben? Von Köln fährt man vermutlich in die Eifel oder vielleicht auch ins Ruhrgebiet. Da zieht es mich natürlich hin, weil ich da ursprünglich, also vom Rand des Ruhrgebiets herkomme. Ein bisschen Industriekultur, Eifel, Natur. Oder es zieht äh, in, die, in die Grünflächen um die Stadt herum, also sowas wie ähm, den Königsforst. Äh, das ist wenn man aus jetzt die bayerische Perspektive hat ist nordrhein-westfalen natürlich sehr dicht besiedelt also so highlights wie alpenregion oder so haben wir natürlich nicht man muss sich da zwangsläufig mit weniger zufrieden geben aber das was da ist wird glaube ich von den einheimischen dann schon sehr geschätzt und auch die eifel wenn es nicht die alpen sind hat sehr schöne orte Frau Eierund, Sie sind in Sporkhöfel geboren, das ist zwischen Bochum und Wuppertal. Da ruft es gleich Herbert Krönemeyer, Bochum bei mir auf den Plan, passend zu Ihrem. Kar Karnevalslied. Bochum ist ja wirklich eine Industriestadt. Und merken Sie da, wie sich dort die Debatte um Nachhaltigkeit, um Klimawandel verändert und was das mit der Gesellschaft dort vor Ort macht, wo Familien ja über wirklich Jahrzehnte über Industrietätigkeit geprägt sind und damit auch ihren Lebensunterhalt erwirtschaftet haben? Ja. Ich glaube, diese, ähm, diese Historie mit dem Kohleabbau und auch noch dem Braunkohleabbau, das ist jetzt ja nicht im Ruhrgebiet, aber im, im Niederrhein und die Debatten, die damit einhergehen, die geben eine gewisse Sensibilität für die Zielkonflikte, die mit Nachhaltigkeit einhergehen. Also natürlich ist Nachhaltigkeit ja ein gesellschaftliches Ziel, aber wir haben ja auch noch viele andere gesellschaftliche Ziele und gerade die Sozialverträglichkeit von Menschen. Ähm, also von Maßnahmen, die dann dazu führen, dass bestimmte Menschen ihre Arbeit verlieren. Ich glaube, dafür sind die, sind die Leute im Ruhrgebiet oder in diesen Gebieten, wo das häufiger thematisiert wird, etwas sensibler. Ich habe aber keinesfalls den Eindruck, dass sie dadurch weniger bereit sind, sich nachhaltig zu verhalten oder das Thema als wichtig zu empfinden, sondern eher im Gegenteil, dass man ja auch mit Strukturwandel hat und weiß, dass eine Transformation von bestimmten Wirtschaftszweigen funktionieren kann und man auch bereit ist da, in, in die Richtung zu arbeiten. Aber die Nähe von Diskussionen wie zum Beispiel auch beim Hambacher Forst, ich glaube, wenn, wenn das im direkten Umfeld passiert, dann bekommt man schon noch mal eine andere Sensibilität, als wenn es sehr weit weg von einem ist und Debatten sehr weit weggeführt werden. Also auch hier machen Sie sich stark dafür, die Sachen anzuschauen, zu diskutieren, miteinander ins Gespräch zu gehen und gerade daran festzustellen, was will ich vielleicht an mir ändern, um einen Lebensweg, der besonders nachhaltig ist, einzuschlagen oder wofür entscheide ich mich bewusst, weil es eben etwas ist, worauf ich nicht verzichten kann oder möchte. Aber auf alle Fälle Ihr Plädoyer dafür, ins Gespräch zu gehen, sich die Sachen anzuschauen und miteinander zu diskutieren. Genau, also diese Gesprächsbereitschaft und das gegenseitige Verständnis füreinander, das empfinde ich als wichtig. Das fällt manchmal schwer, ähm, weil wir auch Meinungsverschiedenheiten eigentlich nur schwer akzeptieren können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es sich lohnt, ins Gespräch zu gehen und Positionen und Standpunkte zu erklären und äh, auf wechselseitiges Verständnis zu hoffen, wenn man es vielleicht auch nicht immer erreicht, aber trotzdem transparent zu machen, was die Argumente und Gründe für bestimmte Entwicklungen sind. Wir haben viel jetzt über ähm, Verhalten, über Anreize setzen, ökonomische Perspektiven gesprochen. Sie haben mit uns geteilt, dass in der Verhaltensökonomie auch viel von dem Fach Psychologie steckt. Etwas, was wir am Roman-Herzog-Institut mit unserem multidisziplinären Austausch ja auch hervor oder weiter stark machen möchten. Was ist Ihr Plädoyer dafür, dass junge Menschen weiter sich mit Verhaltensökonomik beschäftigen sollten? dass es einfach wahnsinnig viel Spaß macht und wirklich interessant ist. Ich erlebe es bei mir selber immer wieder, dass ich denke, oh, das ist interessant. Das muss ich mir nochmal genauer angucken. Und ich glaube, das ist der beste Motivator, sich mit einem Fach zu beschäftigen, dass man es einfach intrinsisch interessant findet und motiviert ist, etwas über Verhaltensweisen von Menschen herauszufinden. Ich habe aber auch den Eindruck, dass die meisten gar nicht überzeugt werden müssen, dass das interessant ist, sondern weil es teilweise auch so lebensnahe Bereiche sind, man sich gerne damit beschäftigt, weil man sich selber wieder entdeckt, auch seine eigenen kleinen Denkmäler. Fehler wieder entdeckt. Ich als jemand, der sich damit auseinandersetzt, kann mich trotzdem nicht davon frei machen, dass ich genau diesen Denkfehlern auch unterliege. Insofern macht es einfach Spaß, sich selber dafür ein bisschen zu ertappen und sich so damit auseinanderzusetzen. Vielen Dank. Frau Eierund, toll, dass Sie heute bei uns waren und sich Zeit für das Gespräch genommen haben. Vielen Dank für die Einladung und das nette Gespräch. Für alle, die jetzt sich den Science Slam von Theresa Eierund ansehen wollen, den Link darauf finden Sie unten in den Show Notes. In den RHI-Kontexten spricht Martin Lang mit Theresa Eierund über Spaltungen in der Gesellschaft aus dem Blickwinkel verschiedener ökonomischer Theorien. Lassen Sie mir gerne eine Bewertung da, abonnieren Sie den Podcast, empfehlen Sie weiter oder geben Sie mir einen Like. Ich freue mich darüber. Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle zwei Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman Herzog Instituts zu hören überall wo es Podcasts gibt abonnieren Sie uns